Ich heiße Sarah, ich bin Tierfotografin aus St. Pölten und mache gerade eine Weiterbildung im Bereich Film. Und wir haben da im Zuge dieser Ausbildung die Aufgabe gestellt bekommen, ein Video zu drehen. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch da gleich ein bisschen was über meine Tierfotografie. Ich habe eigentlich schon immer gern fotografiert, also die Kamera war immer dabei, aber vor 2 Jahren habe ich mich dann dazu entschieden, eine wirkliche Ausbildung zu machen, um einfach wirklich zu wissen, was ich tue bei der Fotografie. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich auf dem Großteil meiner Fotos, egal welches Thema wir vorgegeben bekommen haben, war eigentlich mein Hund oben. Die Finja ist mittlerweile ein absolutes Fotomodel. Es fällt ihr einfach so schwer, nicht im Mittelpunkt zu stehen, und wenn ich meine Kamera auspacke, wäre es am liebsten immer dabei. Es fällt ihr auch jetzt gerade ziemlich schwer, nicht auf die Couch zu hüpfen und das selber vor der Kamera zu stehen. Meine Freunde, die auch alle sehr tierlieb sind, haben sich dann auch immer mehr Fotos gewünscht von ihren Tieren. Und ich habe die danach auch auf Social Media gepostet, also vor allem auf Facebook und Instagram. Und so sind auch fremde Leute auf mich aufmerksam geworden. Und dann durfte ich auch fremde Tiere fotografieren, vor allem Hunde. Und nach einer Zeit habe ich dann mein Gewerbe angemeldet. Und seitdem fotografiere ich Tiere. Aber nicht nur die Fotografie ist meine große Leidenschaft. Ich bin auch sehr gern auf den umliegenden Reitbehöfen unterwegs. Ich habe so Pflegepferde, mit denen gehe ich super gerne ausreiten und verbringe auch so meine Freizeit gerne draußen. So ist es natürlich mit der Zeit auch gekommen, dass ich auch immer mehr Pferde bei der Kamera hatte. Und das war eigentlich mein zweiter großer Teil meiner Fotografie. Aber die Pferdefotografie ist ganz anders als die Hundefotografie. Also für die Hundefotografie reicht zum Beispiel dieses Objektiv aus. Ich liebe das Objektiv, es macht eine super Freistellung. Es rückt den Hund so toll in den Vordergrund. Und für Pferde bräuchte man aber dann schon so ein Objektiv. Also es ist ein großes Tier, es braucht man ein großes Objektiv, das auch sein Gewicht hat. Also es ist wirklich, wenn man das lange verwendet, auch recht schwer. Also Fotografie ist auch körperlich nicht so unanstrengend teilweise. Und ja, die Hundefotografie und die Pferdefotografie unterscheiden sich sehr stark. Also bei der Pferdefotografie braucht man oft wirklich eine dritte Person dabei, die ein bisschen Action im Hintergrund macht, damit die Pferde die Ohren schön spitzen und auch dabei bleiben und einfach elegant wirken auf den Bildern. Beim Pferde ist auch ganz wichtig, dass man den richtigen Winkel erwischt beim Fotografieren. Pferdebesitzer kennen das. Wenn man sein Pferd mit Handy fotografieren will, dann wirkt das oft einfach unelegant, weil die Pferde sind einfach ewig lang oder ganz gestaucht. Das ist ganz, ganz komisch. Und dafür braucht man eben diese Brennweite in der Pferdefotografie, damit das dann wieder elegant wirkt.